müssen. Gregoritsch, Ralf Spitz und der im laufenden Tatbewerb. Chiri und da ist Pavlov und da ist das Tor. Noch einmal der Einwurf von Sharifi. Dann kommt der Ball in die Mitte. Becciri lässt sich da von Pavlov austanzen. Gute Körpertäuschung. Dieser guten Aktion nach diesem Lattenschuss von Hüttenbrenner. Stehen die Kapfenberg jetzt wieder höher und kommen aber mal. 3-2 Kapfenberg. Flanke Sharifi, Stellungsfehler von Florian Klein. Der Ball war sehr lang in der Luft. Und perfekte Schusshaltung natürlich. Fehler unterlaufen beim Tor von Rapid. Jelenic klar im Abseits. Abschluss. Abgestößt von Sharifi gegen den robusten Patrick Bürger. In Südafrika. Das war mal schön und schnell gespielt. Sharifi, der 18-Jährige gegen den abgebrühten Routinier Kinas. Das hat was. Ah, gut war die Flanke! Und es ist nochmal spannend geworden in den letzten Minuten hier. Da kommt Elsnek und dann. Aber Ulmer stoppt Elsnek. Menzo gegen Sharifi. Abstoß. Problemen, aber gut ausgegangen am Ende. Sharifi. Die Salzburger, die in der zweiten Hälfte. Sharifi. Hier von Karatay über links. Schöner Doppelpass, aber aufgepasst von Sharifi. Vor allem, muss man ganz ehrlich sagen, auf eine sinnlose Art und Weise wegen Kritik. Der bringt Sharifi wieder ins Spiel. Er ist sehr aktiv auf der rechten Seite. Elsnek. Auf Sharifi, der kommt an. Bleibt am Ball und fällt dann. Im Strafraum. Seite. Kurz abgespielt. Von Elsnek auf Sharifi. Der versucht sich da. An einen Eckball, das war bereits das 14. Tor in der laufenden Saison für die Kapfenberger im Anschluss an ein Schafts in der Bundesliga, die in solchen Situationen. Chilanda gegen Sharifi. Da kommt und auch der Ex-Kapfenberger Michael Lindl. Von jetzt Platz für Aller. Links geht Zenca mit, Aller versucht schon ein und er trifft. Sharifi erkämpft den Ball und dann viel Platz für Aller. Sucht eine Anspielstation, findet keinen, dann zieht er ab. Und Heinz Lindner. Sharifi. Sharifi setzt sich da durch. Schöne Einzelleitung gegen den langen Böllhuber. Sharifi mit Einsatz. Fakas setzt sich da durch. Wieder Sharifi. Ja, das hätte so eine Gelegenheit werden können für Patrick. Höller. Oh.